würde ich mal sagen. So, Trupp 1. Besorgen wir mal euer 50 Materialien. Das klingt vernünftig. Und Trupp 2 geht futtern. Dann kriegen wir nämlich den Punkt für die Überfälle und für die Materialien. DC-Punkte, Stufe 3 Einheiten. Oh. Hat einer Stufe 3 erreicht in meinem Squad? Jawohl. Sehr schön, da kriegen wir noch mehr Punkte. Einen für den ersten Erfolg. One of the scouts just spotted a caravan full of weapons we could use. The caravan is made camp, so hurry up and send a raiding squad. Make it a strong one too, because it's heavily guarded. Eine Karawane. Ah, da oben. Gut, schicken wir Trupp 1 los. Wer wirklich schwer bewacht. Ich bin beeindruckt. Ich habe Angst. So. Holt jemand mal die Materialien ab? Oder habe ich mal wieder keine Imps für diese Aufgabe? Expresso Politonum! Und dann holen wir mal Imps. Und helfen mal gegen den Krieger. Mit einem Blitzschlag. So, noch eine Stufe 2. Sehr schön. Ich würde mal fast sagen, ich grab mich erst in Richtung des Extraktors. Mal gucken, wo steht der Extraktor. Monsterbau, Brauerei, Kerker, Schatzgrube, Extraktor. Schickt Helden mit der Extraktormarkierung in den Extraktor und zerkleinert sie dort für die DC-Punkte. DC-Punkts. Kleiner Übersetzungsfehler. Good work capturing the weapons, Death Slayer. Adding an extra aura of darkness to our fortune. The scouts report that the shipment was bound for the Holy Conclave Assembly Hall in Libertinum. You know, the temple where representatives of all faiths convene. Keep up the bad, bad work. Jo. Können wir jetzt etwa Waffen? Ach so, die haben Waffen gekriegt durch den Überfall. Erforderlich Stufe 2. Ja, das regeln wir jetzt gleich. Habe ich jetzt irgendwie Waffen freischalten können? Ich hoffe es mal. So, aber jetzt erstmal den Übungsraum. Ah, den wollte ich. Ja, warum nicht so zentral gelagert? Gut erreichbar von der Küche aus. Oh, und wir haben noch genug Materialien für die Werkstatt. Die kann ruhig hier hinten ans Arcanum irgendwie andocken. So. Und netterweise können wir jederzeit ein paar Pilze zu Materialien umwandeln. Um wieder auf eine schöne Zahl zu kommen. Weil irgendwie werden die Sachen nicht richtig verstaut, wenn man nicht genug Materialien drin hat. So, Schmiede ist fertig. Wird gleich mal belegt. Und dann können wir ja jetzt Fallen bauen. Und Squad 2 können wir zum Training schicken. Sehr gut. Heroes are entering your dungeon. Ah, Heroes betreten meinen Dungeon. Gut, wir haben den Extraktor noch nicht freigelegt. Schade. Sollten wir aber gleich machen, sobald wir die Helden verwöhnt haben.
die gerade meinen Speer vermöbeln. So, den haben wir mal zum Wegrennen gebracht. Das ist doch die Klerikerin weg, die hier wild um sich schlägt. So. Sehr schön. Ein paar Materialien für uns und eine schnelle Auffassungsgabe. Gut, jetzt holen wir uns mal den Extraktor und bauen schon mal ein, zwei Fallen hier in den Gang. So. Macht zwar nicht so viel Schaden eigentlich. Verringert die Trefferwahrscheinlichkeit, verlangsamt die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Solange sie auf der Falle bleibt, nötig wirklich. Wir haben noch wieder zwei Punkte zusammen. Aber ich warte erstmal auf den Recken. Deswegen graben wir mal hier durch. Und da muss ich mir überlegen, wo ich meine Spelunke noch hinpacke. Und als nächstes brauchen wir einen Archäologen, dann sobald wir den Raum hier erobert haben. Erst den Recken, dann würde ich wahrscheinlich auf Fallen gehen. Out of the pit into a hellhole. Hi Jungs. Nur zwei Rachegeister, ist nicht sehr viel. So, reparier den Raum mal. Ja, aus der Grube in ein Höllenloch. So, dann öffnen wir den Raum. Ja, cool, wir könnten schon den Schreckensfürsten frei. Nee, ich mache Frieden und Beute erst einmal. Die Fähigkeit ist, das ist nämlich hinbar fast schon. So, der Extraktor steht bereit und sieht ziemlich übel aus. Will ich wirklich sehen, wie mein Helden da drauf zermanschen tut. Oh, wir haben wieder mal Truppen verloren. Mal sehen, was haben wir für Truppen verloren. Wir haben noch beides mal die Magier. Uns fehlt ein Berserker und ein Schütze. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Waffen aus? Nöp. Wir können keine Waffen-Upgrades machen, weil wir noch keinen Waffen-Upgrade keine Waffen-Upgrade-Fähigkeit hier freigeschaltet haben, weil wir noch keine haben. Bis jetzt haben wir nur verbesserte Rüstung. Damit können wir Stufe 2 Rüstungen verbessern eben. Kostet uns aber immerhin auch nochmal einen Punkt. So, dir fehlt so einer, dir fehlt so einer. Ab zum Training. Mit euch allen. Zum Glück brauchen wir nur einen Trainingsraum, weil die scheinen alle gleichzeitig trainieren zu können, wenn sie wollen. Okay, machen wir mal wieder Pilze zum Materialien. Wir würden nämlich gerne den Fallengang noch etwas erweitern. So. Die leveln jetzt fleißig ab, die beiden. Sehr schön.
Ich sollte sie noch zum Essen schicken, bevor ich die Truhe öffne. Sicher ist sicher. Fallen kann ich noch 2 Stück installieren. Dungeon-Bevölkerung sieht auch einigermaßen okay aus. Ich könnte noch 2 Imps rufen. Dann machen wir das mal. Gut. Immer die maximale Anzahl an Arbeitern haben, die kosten ja nichts. Außer Mana, und Mana brauchen wir in der Ruhepause eigentlich nicht wirklich. Und ja, ich könnte wirklich hier drüben noch eine zweite Küche irgendwo ansetzen. Hier einen, den Gang nach unten verlängern und eine Küche hinbauen. Würde ungemein helfen. Ich habe ja jetzt genug freie Arbeiter. Ich zähle schon mal 3 Stück. Ja? Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ihr geht essen. Ihr sammelt euch da drüben. Währenddessen gucke ich nun mal, was ich noch mit so mit den DSC-Punkten, also wie ich noch welche verdienen kann durch Fallen. Also verschiedene Fallen. Einheiten, Ausrüstung, Pilze können wir nichts. Gegenstände. Durch Tränke vielleicht. Graben, Dungeon und so weiter. Zeig mir mal die Tränke. Kampföl. Vom Ball einsetzbar, steigert alle zugefügten Schäden. Stellt bis zu 150 Mana-Punkte wieder her. Stellt bis zu 500 Trefferpunkten wieder her. Nett. Expresso Palatonum. So, ich beschwöre mal zur Not ein Explosionshütchen. Das gerade schon wahrscheinlich explodiert ist. Nein, es rennt einfach weg. Ein Sprenghuhn. Oh, habe ich gerade aus Versehen ein zweites beschworen. Out of the pit into a hellhole. Achso, der gilt als Falle, kann also nur in meinem Dungeon. Ja, so kann ich überschüssiges Mana gut verwenden. So, klopft euch mit dem Rattenmenschen. Der Speer sollte sich mal etwas aus der Gefahrenzone zurückziehen. Ja, Hauptball. Ball hat nämlich eine Heilfähigkeit. Okay, Rattenmenschen. Wie ein meiner Schergenkunden, das ist halb so wild. Hauptsache, die Dickratte ist weg. Ah ja, und wir haben sogar ein DEC für Schätze bekommen. Sehr schön. Wahrscheinlich jetzt mal Rüstung und frei, weil dadurch kriegen wir auch mehr DECs. Okay, wir haben wieder mal einen Berserker verloren. Ich glaube, den ersetze ich jetzt dieses Mal aber durch einen Schergen. Die ich immer noch nicht freigeschalten habe, wie mir gerade auffällt. Also durch einen Recken wollte ich den eigentlich ersetzen. Ah, das ist Baal. Baal brauche ich nicht. Ich brauche noch einen Berserker. So, ich habe Gold. Ach ja, ich wollte die Truppe hier mit Rüstungen upgraden, genauso wie die Truppe hier. Und ich habe nicht genug Materialien mehr dafür. Kein Problem, einmal umwandeln. Und ich glaube fast schon, dass ich dann die Truppe auf den nächsten Überfall schicken werde, um noch mehr Materialien zu sammeln. So, ihr geht trainieren und Trupp 1 geht Materialien holen. Wo ist denn der nächste Materialienpunkt? Hier.